Vater, ich danke dir. Ich danke dir, dass du Worte hast für jeden Einzelnen. Ich danke dir, dass du Worte hast, die korrigieren, die weiterbringen, die uns verändern, dass wir in Christus vollkommen dargestellt und verwandelt werden. Danke, dass wir verändert rausgehen. Danke, Vater, in Jesu Namen bete ich. Amen. Amen. Weißt du, wer du bist? Weißt du, wer du bist? Yes. Yes. Die Helen hat es neulich so schön gesungen. Ich weiß, wer ich bin. Ich weiß, wer ich bin. Und es ist so wichtig, dass wir wissen, wer wir sind. Was Gott wirklich gemacht hat. Aus uns, was er für uns gemacht hat. Er sagt, ich habe dich in meine Hände gezeichnet. Amen. Ich habe deine Haare gezählt. Wer bist du denn, dass Gott deine Haare zählt? Wer bist du denn, dass er in seine Hände schaut und dich drin sieht? Wer bist du denn? Du bist als allererstes geliebt. Du bist geliebt. Damit fängt alles an. Dass Gott uns so sehr liebt. Und er liebt uns nicht nur, wenn wir brave Kindlein sind, sondern er hat uns geliebt, als wir noch gar nicht brav waren. Er hat uns geliebt, als wir Sünder waren. Er hat uns so sehr geliebt. Und deswegen hat er einen Plan gemacht. Deswegen hat er gesagt, ich sende meinen Sohn. Und ich habe mir heute so gedacht, Gott hat nicht nur alles von uns weggenommen, sondern er hat es getragen. Gott hat es getragen. Gott hat die Schmerzen, er hat die Schmerzen ausgehalten. Er hat sie selbst am Leib getragen. Er hat die Krankheit getragen. Er hat die Sünde der Welt getragen. Er hat alles Schlechte, zudem wurde er. Er wurde zur Sünde. Er hat es nicht nur einfach von uns weggenommen, sondern er hat es auf sich selbst genommen. Und nicht nur Schmerzen, die jetzt irgendwo vielleicht körperlich zu spüren sind, Schmerzen in deiner Seele und Schmerzen in deinen Gedanken, wo auch immer. Er hat es getragen, er hat es auf sich genommen. Wisst ihr, wenn jetzt jemand vielleicht eine schlimme Krankheit hat und dann sagt man, komm, ich bete für dich. Aber zu sagen, hey, ich nimm's dir weg und ich hab's dann. Ich leide für dich. Halleluja. Amen. Ja. Das ist Liebe. Das ist wirkliche Liebe. Ja. Ich
Und die ganze Neue Testament ist voll von Geliebte. Geliebte, lasst euch jetzt mal nicht von dieser Feuerprobe irgendwie so beeinflussen. Oder eben, geliebte Kinder, wisst ihr nicht. Immer wieder schreibt er, geliebte Kinder. Und es ist nicht nur, ja, ich weiß, ne, ich weiß, dass du weißt, dass er dich liebt. Aber heute sagt er das einfach ganz frisch, ganz frisch. Ja, Amen, Amen. That's what we should do. That's what we should do. Amen. Wenn du das erste Mal von deinem Mann hörst, ich liebe dich, dann reicht das auch nicht für die nächsten 100 Jahre. I love you. I love you. Und es ist schön, wenn du das von deinem Ehemann hörst. Und es ist schön, wenn du das von anderen hörst. Aber unsere Identität verändert sich nicht, wenn wir es nicht hören. Ja, genau. Amen. Du kannst auch nicht, weil du vielleicht von deinem Vater mal keine Liebe empfangen hast oder weil du ein Kind warst, was du nicht gewollt bist, warst oder was auch immer. Das ist vorbei. Darum geht es gar nicht. Es geht nicht im Natürlichen, sondern es geht darum, dass Gott, Vater, dich angenommen hat. Und das ist völlig egal, ob du als Kind geliebt wurdest oder ob du nicht geliebt wurdest. Und vielleicht sind wir aufgewachsen. Ich weiß von mir zum Beispiel, ich weiß, dass meine Eltern, die haben mich total geliebt, aber die wollten mich eigentlich gar nicht. Meine Mama war 38 Jahre alt, das war damals, war das alt, ein Kind zu kriegen. Und mein Vater hat gesagt, na, das geht gar nicht und das wird ja eh nichts, also lass mal es abtreiben. Meine Mama hat gesagt, nein. Aber eben deswegen, weil Gott mich auserwählt hat. Gott hat mich auserwählt. Vor Grundlegung der Zeit. Da hat er schon gewusst. Und er hat dich auserwählt. Er hat dich auserwählt. Er hat dich nicht nur auserwählt, er hat dich geschaffen. Er hat dich geschaffen. Er hat dich, so wie er wollte, hat er ein Gefäß gemacht, wo er sich ausgießen wollte. Er hat dich geschaffen. Er hat den Menschen geschaffen nach seinem Ebenbild. Ganz genau so. Ich rede von deinem Geist. Und dann hat er einen Körper geformt. Und drum heißt es auch, wer kann uns denn von der Liebe Gottes scheiden? Kann unser Ehemann uns von der Liebe Gottes scheiden? Nein. Kann uns irgendjemand, der schlecht über uns spricht, von der Liebe Gottes scheiden? Wenn Gott uns gerechtfertigt hat, wer sollte uns denn dann verdammen? Wer kann denn dann über uns schlecht reden? Wer denn? Und ändert es unsere Identität? Ändert es was? Dass du Sohn bist? Tochter? Haut es dich noch um, wenn jemand dich irgendwo schlecht über dich redet? Oder weißt du, wer du bist? Und deswegen predige ich heute, dass ich dir sagen kann, wer du bist. Du bist Gottes geliebtes Kind. Amen. Amen.
Und erst einmal hat es gar nichts damit zu tun, ob du ein braves Kind oder ein böses Kind warst. Sondern das, was Jesus Christus erwirkt hat, das ist es, was zählt. Das ist das, wo Gott drauf schaut. Da schaut er drauf. Und drum hat Jesus auch gesagt, wenn du nicht von Neuem geboren wirst, du musst von Neuem geboren sein, du brauchst diese neue Geburt aus Wasser und Geist. Und ich habe jetzt die letzten zweimal über Vollmacht gepredigt und ich glaube, der Marc predigt es auch auf der Bibelschule, er sagt, dieses Wasser, es ist, dass wir auf der Erde überhaupt geboren werden mit dem natürlichen Körper. Und deswegen haben wir Autorität auf dieser Erde. Wir müssen aus Wasser geboren sein. Wir brauchen einen Erdenkörper. Weil ohne Körper, ein Toter wird Gott nicht loben, ein Toter wird Gott nicht anbeten und ein Toter wird keine Vollmacht hier auf dieser Erde haben. Und deswegen mussten wir in diesen Körper reinschlupfen. Gott musste reinschlupfen. Und deswegen mussten wir von Neuem geboren werden. Wir mussten eine neue Natur, eine neue Identität annehmen. Und es heißt auch, wenn ein guter Baum bringt gute Früchte und ein schlechter Baum bringt schlechte Früchte. Du kannst nicht von einem Apfelbaum erwarten, dass er Pflaumen bringt. Und du kannst nicht von einem Gerechten erwarten, dass er dauernd sündigt. Wenn der dauernd sündigt, dann frage ich mich wirklich, ist er von Neuem geboren? Und wenn wir von Neuem geboren werden, wie geht es überhaupt? Der Nikodemus hat es gefragt, ja, wie geht denn das überhaupt? Kann ich denn nochmal in den Bauch meiner Mutter schlüpfen und so? Und Jesus hat gesagt, du musst aus Wasser und Geist geboren werden, indem du an Jesus Christus glaubst. Wer ihn aufnimmt, heißt es. Wer ihn aufnimmt, der ist dann von Neuem geboren. Yes. Jesus ist für die Sünde der Welt gestorben. Aber es heißt, diejenigen, die leben, es sind nicht alle, die leben. Also die leben lebendige Tote. Und dann heißt eben, im Johannes 1, alle, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht oder die Vollmacht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Amen. Yes. Ja. Und dann werden wir in die göttliche Familie geboren. Dann sind wir aus Gott geboren. Und das ist unsere Identität. Ah, oh, was machst denn du so? Ach ja, weißt du, ich bin Friseurmeisterin, bla bla bla, bla 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 bla, bla 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 bla. Das macht uns nimmer aus. Genau. Auch Hobbys machen uns nimmer aus. Oder ich kann das gut und bla und la. Darum geht's gar nimmer. Paulus hat gesagt, nicht mehr ich. Nicht mehr ich. Nicht mehr lebe ich. Ich tot. Mit ihm am Kreuz gestorben. Das Ich, das Ego,
Das hängt am Kreuz. Ja. Wer dann? Wer dann? Christus. Christus in mir. Christus in mir. Und nun lebe nicht mehr ich, sondern Christus in mir. Oder Christus durch mich. Und dann ist dieses Ich gestorben. Natürlich hast du vielleicht Hobbys, vielleicht machst du manches mal gerne oder so. Aber das ist nicht mehr deine Identität, das macht dich nicht mehr aus. Das macht dich nicht aus, ob du geliebt bist oder nicht, ob dein Ehemann oder deine Ehefrau dich liebt oder nicht, weil Gott liebt dich. Amen. Das heißt nicht, dass man jetzt sagt, naja, ist mir doch wurscht oder so. Aber wir müssen stehen lernen. In dem, was er über uns sagt, von ihm ziehen. Sich damit identifizieren. Und Jesus wusste das. Jesus wusste, es heißt, er wusste, wo er herkam und er wusste, wo er hingehen würde. Er wusste, er ist vom Vater ausgegangen und er wusste, er geht auch zum Vater wieder zurück. Und deswegen heißt es eben auch Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Wir haben jetzt mal ein Seminar gehabt von Herrlichkeit und die Hoffnung der Herrlichkeit. Wir sind hier, wir sind geboren, auch nicht um selbstsüchtige, was weiß ich, irgendwo aufzubauen, sondern wir sind hier, um ein Segen zu sein. Amen. Wir sind hier als Botschafter an Christi Stadt. Amen. Wir sind hier, um Licht zu sein, haben wir gerade gesungen. Überall, wo er hingeht, da geht das Licht und da vertreibt es die Finsternis. Ja, aber wie geht er denn da hin? Durch uns. Er geht durch uns, weil er sagt, wir sind das Licht. Wir sind das Licht. Und wo wir hingehen, da geht er hin. Ich werde immer bei euch sein, alle Tage eures Lebens. Er wird dich nicht vom Himmel rauskicken, weil du mal einen Fehler gemacht hast. Ja. Der uns zu Königen und Priestern gemacht hat. Amen. Das ist auch nicht nur, ah ja, ich bin jetzt ein König und ich bin ein Priester und ich herrsche jetzt mal und jeder bedient mich, sondern der Herr hat jeden bedient. Wer der Größte sein will, der sei jedermanns Diener. Und ich sage das immer wieder, wenn du Christus, dass Christus durch dich lebt, das hat einen Preis. Das kostet dich was. Das kostet dich dein Leben. Das kostet, er sagt da, wer sein Leben aufgibt, der wird es verlieren. Wer seine Vorstellungen, wie es laufen soll, wie es auszusehen hat. Es ist nicht hier, dass wir jetzt hier sind und Christus hat uns zu bedienen, sondern wir dienen ihm. Wir dienen ihm, indem er sich ausleben kann durch uns. Ich habe mir so heute Morgen gedacht, ich habe den halben Morgen wieder studiert und eigentlich will ich ja abnehmen. Ne? Aber dann habe ich mir gedacht, es ist ja wichtiger, dass ich voll des Wortes bin, als dass ich den Traumbody habe. Es ist mir nicht wurscht. Ja, beides. Aber wurscht ist aber ich habe meine Vorstellungen niedergelegt. Ich habe meine Vorstellungen niedergelegt. Egal, ob ich jetzt
Ich wollte auch nie einen Amerikaner heiraten. Aber Gott wusste es besser. Ja. Und hat mir den besten geistlichen Mann gegeben, den du haben kannst. Ja, Amen. 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 Aber wenn du weißt, dass das eigene Ich dich ins Verderben führt, dann gehst du diesen Weg gerne. Wenn du weißt, wie sehr er dich liebt, dann ist es nicht, oh ja, Jesus, ich opfer jetzt mal mein Leben und du wirst schon irgendwie, sondern du weißt, die Hoffnung der Herrlichkeit, der Herr, der König, wie wir es gerade gesungen haben, der lebt in mir, der hat mich auserwählt, der hat mich ausgesucht, als ich noch im Mutterleib war, egal ob mich jemand gemocht hat oder nicht. Wir sind angenommen in dem Geliebten. Amen, Halleluja. Und darum sagt er auch, das Alte ist vorbei. Es ist vorbei. Redet nicht mehr drüber, denkt nicht mehr drüber nach. Lass doch die Kindheit irgendwo, lass sie noch am Kreuz hängen. Und hol sie nicht immer hervor. Das ist doch eklig, einen Toten immer wieder auszugraben. Sag mal, nicht mehr ich. Nicht mehr ich. Sondern Christus in mir. Und dann eben die Hoffnung der Herrlichkeit. Also ich habe, wie wir da so drüber gepredigt haben, für mich war die Herrlichkeit, die offenbarten Werke Gottes, wo er hinkam, da breitete sich die Herrlichkeit aus. Die Herrlichkeit in Form von Wundern. Seine erste Herrlichkeit wurde offenbar, wie er Wasser in Wein verwandelt hat. Und als er heilte und Wunder, da kam die Herrlichkeit. Jetzt ist da draußen eine Welt voller Hoffnung, dass die Herrlichkeit durch uns sich ausbreitet. Das ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Und das ist es, von sich wegzuschauen. Weißt, diese kurze Zeit, die wir haben, verstehst du, alles, wonach manche trachten, das verrottet sowieso. Das heißt nicht, dass wir nicht unsere Dinge pflegen und gut drauf aufpassen. Und es ist schön, was Gott verheißen hat. Das gibt's alles gratis dazu. Amen. Es gibt ein Auto und ein Haus und Güter und Überfluss. Das hat er versprochen. Amen. Aber trachtet nach meinem Reich und alles andere wird uns zufallen. Wir sind nicht hier, um dann irgendwo hier zu hocken. Oh, dann schenkt er mir jetzt dies und jenes und bla. Sondern in Christus habe ich alles und brauche auch gar nichts und bin erfüllt mit allem drum und dran. Und wenn ich was bekomme, dann ist es ein Geschenk. Aber ich strebe nicht mehr nach den Dingen, ich strebe nach diesen Seelen, dass wir sie heimlieben. Das ist unser Ziel, das ist unser Beweggrund. Und das macht dich wirklich glücklich. Der ganze, das muss man auch erst einmal mit Überfluss, muss man auch erst einmal umgehen lernen. Aber wenn du von dem Überfluss dann was abgeben kannst, dann das ist wirklich ein Reichtum. Und dann zu sehen, irgendwie ein Lächeln zu bekommen von jemandem, der vielleicht nichts zu essen hat und du nimmst halt den 10. Ring von dir und steckst mir den am Finger. Für jemanden, der nichts zu essen hat, ist es viel. Und deswegen streben wir auch nach dem Wort, dass wir gesegnet sind und ein Segen zu sein. Ein Segen zu sein, dass wir gesegnet sind, jederzeit, wo es auch sein muss, irgendwo hinzufliegen oder was auch immer. Geliebt, so sehr geliebt, dass er sagt, okay, ich tausche jetzt mit dir,
Du bist verdammt, du bist für alle Ewigkeit, sollst du in die Hölle geworfen werden. Das ist auch nicht irgendwo so ein Gelaber, sondern die Hölle ist auch real. Und da würden wir drin sitzen und gequält jeden Tag vor Schmerzen schreien und was auch immer. Und Jesus hat es alles auf sich genommen. Alles hat er auf sich genommen. Er ist selbst in die Hölle gegangen. Wir mit ihm, wir waren in ihm. Die ganze Bibel ist voll in ihm, in ihm, in ihm. In ihm sind wir gestorben, in ihm sind wir mit auferstanden, mit auferweckt. Und in ihm leben wir, in ihm leben wir, in ihm ist einfach alles. Amen. Und deswegen sagt er auch, ich muss abnehmen. Ich muss abnehmen und er muss zunehmen. Eben nicht mehr ich. Ich, dieses selbstsüchtige Ich, das ist ja sowieso eklig. Oh, the pastor is preaching. Und im Petrusbrief, im 1. Petrus, da heißt es, im 1. Petrus 23, ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichen, sondern aus unvergänglichen Samen, durch das lebendige Wort Gottes, das in Ewigkeit bleibt. Sag mal, ich bin wiedergeboren. Und deswegen hast du Vollmacht. Vollmacht, dich Gottes Kind zu nennen. Amen. Also ich habe auf mein Kind aufgepasst. Und ich passe auch heute noch auf mein Kind auf, egal wie alt das ist. Und wenn ich auch so tue, und auch, was heißt so tue? Ich vertraue Gott. Ja. Aber ich habe ein Auge auf mein Kind. Ja. Und wehe dem. Wehe dem. Irgendjemand würde sie antasten. Dann würde ich zur brüllenden Löwin werden. Wie viel mehr? Wie viel mehr? Unser Vater. Wie viel mehr dein Vater? Ja, bestimmt. Wir brauchen dieses Bewusstsein, dass er unser Vater ist, dass er sagt, wenn du schläfst, dann wache ich über dich. Wenn wir, das ist nicht nur ein Bibelvers, sondern es steht geschrieben, dass er seine Engel ausgesandt hat, dass wir unseren Fuß nicht an einen Stein stoßen. Amen. Wenn ich mal gestolpert bin und mir nicht wehgetan habe, wo ich dann sage, oh, wo sind denn jetzt die Engel? Ich rechne damit, was Gott gesagt hat. Und dann sagt er freilich irgendwie, hier zum Beispiel auch im Petrus oben drüber, steht bei mir im Vers 14, als gehorsame Kinder passt euch nicht den Begierden an, denen ihr früher in Unwissenheit dientet. Er gibt uns Ratschläge als Kinder. Machen wir auch mit unseren Kindern. Meistens sind gehorsam, wenn sie nicht gehorsam sind, dann fallen sie auf die Nase. Amen. Und aber im bestimmten Alter kann man ihnen nichts mehr sagen. Ja. Und Gott sagt uns das, hey, seid gehorsame Kinder
Oder es heißt woanders, seid Nachahmer Gottes. Ahmt ihn nach in der Liebe. Und wir werden immer mehr verwandelt. Wir werden immer mehr verwandelt. Im 1. Korinther 13, da steht es, das, also in meiner Übersetzung steht es so, da geht es um die Liebe. Die Liebe ist langmütig, geduldig, lalala. Und dann heißt es, als ich, in manchen Übersetzungen steht, als ich Kind war. Und bei mir steht jetzt, in der Schlachterübersetzung steht, als ich unmündig war. Aha. Fällt mir gut, weil unmündig, das heißt, wir hatten noch nichts zu sagen. Aber als ich ein Mann wurde, dann habe ich was sagen dürfen. Und das ist es, wo Gott uns eine Stimme gibt, dass wir hier durch sein Wort regieren. Halleluja. Als neugeborene Kindlein heißt es woanders, seid begierig nach der unverfälschten Milch, also des Wortes Gottes, und trinkt und nuckelt, trinkt euch voll. Deswegen haben wir die Bibelschule, deswegen treffen wir uns hier, deswegen machen wir Konferenzen, dass ihr gut gefüttert, gut ernährt werdet als Kindlein, und dann irgendwann gibt es Fleisch. Das macht er ja immer, sagt er ja, mein Wort ist wie Nahrung, das ist Nahrung, das ernährt deinen Geist. Und deswegen ist es wichtig, dass du gut isst. Wenn du vorm Fernseher hockst und dir so einen Schrott reinziehst, dann ernährst du deinen Geist anders. Und es gibt, nebenbei gesagt, es gibt auch gute Filme. Ja, nicht so gut. Aber hier hast du ein Bilderbuch. Weißt du, das ist ein ganz geniales Bilderbuch, wo so viel Gutes drin ist. Im 1. Johannes 3, da haben wir es wieder. Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Also, ganz ehrlich, mein Verstand übersteigt es da. Wenn ich mir vorstelle, ich bin Kind Gottes. Gott, der allmächtig, der Himmel und Erde geschaffen hat, der mächtigste, der stärkste des ganzen Universums ist, das ist unser Vater. Das können wir nicht oft genug hören, dass wir wirklich da in dem Bewusstsein bleiben auch. Das muss uns wirklich egal werden. Und ich glaube, es wird uns egal, indem wir immer mehr in dem Bewusstsein wandeln, was andere. Jesus ging, wollten es den Felsen hinunterschubsen, und er ging einfach durch. War er gefühllos? Nein, er wusste, wer er war. Als Pilatus irgendwie, als er nichts gesagt hat, dann hat er gesagt, halt. Weißt du nicht, dass ich Vollmacht habe? Ich kann dich jetzt kreuzigen, wenn ich will. Und ich sage, du hast gar keine Vollmacht. Er wusste, ihm wird nichts passieren, was sein Vater nicht erlauben würde. Er hat gesagt, der Teufel kommt und an mir hat er nichts. Das sind nochmal gute Einstellungen, oder? Anstatt dauernd, oh, der Feind hat dies und der Feind kann jenes und er kann mit mir und er kann mich im Kreis drehen, wann er will, und er erlaubt mir nicht hierher zu kommen und der Feind dies und bla und er kann mir ein Bein stellen und dann breche ich mir das Bein und bla, was der alles kann. Aber eigentlich hat er gar keine Vollmacht mehr. Ja. Halleluja. Weil wir ja erlöst sind. Amen.
Aus dem Machtbereich der Finsternis. Aus dem Bereich, wo er was machen kann. Wenn er uns irgendwas machen kann, dann kann er uns eigentlich nur noch die Füße kitzeln. Weil er ist unter unseren Füßen. Ja. Und ich glaube eben, dass wir mit dem Bewusstsein, dass das dann auch so werden wird. Der Psalmist sagt, Gutes und Barmherzigkeit wird mir folgen mein Leben lang. Da steht nicht drin, der Teufel wird dauernd hinter dir herrennen. Natürlich versucht er, wen er verschlingen kann. Und deswegen, wen er verschlingen kann, er versucht's. Aber wenn du weißt, ich bin ein Sohn Gottes, das war das Erste, was er beim Jesus in der Wüste hat. Er wollte ihm die Identität wegnehmen. Er hat gesagt irgendwie, wenn du ein Sohn Gottes bist. Er hat aber vergessen zu sagen, wenn du der geliebte Sohn Gottes bist. Aber er wusste, dass er der Sohn Gottes ist. Er wusste das. Und wir brauchen das Bewusstsein. Und selbst wenn uns jemand den Felsen runterschubsen will oder was auch immer, zu wissen, hey, Engel sind jederzeit parat, ich brauch bloß, und dann kommen sie angeflogen. Oder wie auch immer. Lukas 1, ich liebe den Lukas 1, ich lese das so oft. Gehen wir nochmal hin. Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, denn er hat sein Volk besucht, um ihn Erlösung bereitet. Er hat uns aufgerichtet, ein Horn des Heils. Ein Horn, das steht für Stärke. In dem Haus seines Knechtes Davids, wie er es verheißen hat, durch den Mund seiner heiligen Propheten. Vers 71, Errettung von unseren Feinden. Sag das mal. Und aus der Hand aller, die uns hassen. Um Barmherzigkeit zu erweisen an unseren Vätern, um zu gedenken an seinen heiligen Bund, der Blutbund, an dem Eid, den er unseren Vater Abraham geschworen hat, um uns zu geben, dass wir erlöst aus der Hand unserer Feinde. Sag mir, ich bin erlöst aus der Hand unserer Feinde. Ihm dienen ohne Angst. In Heiligkeit und Gerechtigkeit vor ihm alle Tage unseres Lebens. Vers 77, um seinem Volk Erkenntnis des Heils zu geben, das ihnen zuteil wird durch die Vergebung ihrer Sünden. Um denen zu scheinen, die in Finsternis und des Todes Schatten sitzen, um unsere Füße auf den Weg des Friedens zu richten. Halleluja. Wir wissen, dass der Teufel hier wütet. Wir wissen das. Aber in unserem Leben hat er nichts mehr rumzupfuschen. Amen. Im 1. Johannes 5 heißt es auch, der Teufel, wir sind aus Gott geboren. Und wer aus Gott geboren ist, der sündigt nicht und der Böse tastet ihn nicht an. Wir brauchen Gerechtigkeitsbewusstsein und kein Sündenbewusstsein. Weil die Sündennatur, die ist am Kreuz, die ist genauso am Kreuz. Und wir wurden zur Heiligkeit, zur Weisheit, zur Gerechtigkeit. Und deswegen können wir sagen, so wie er, so sind auch wir in dieser Welt. Und was der Teufel kann, er kann versuchen, die Wahrnehmung so uns zu verführen, das so hinzudrehen, dass es so ausschaut, als ob, dass wir es glauben. Und seine größte Freude hat er, weil wir haben die Vollmacht mit unserem Munde, wenn er uns zu einem falschen Bekenntnis bringen kann. Weil wir hier die Herrscher auf der Erde sind. Und wenn wir das reden, was er redet, dann hat er uns soweit.
Und deswegen müssen wir uns gründen, dass wir in der Gerechtigkeit zunehmen, heißt es, dass wir Bäume, Terebinden, heißt, der Gerechtigkeit sind. Gerecht ist die Fähigkeit, ohne Sünde vor Gott zu stehen. Es ging ja gar nicht, weil Sünde kann ja vor Gott gar nicht bestehen. Sünde kommt ja gar nicht in den Himmel rein. Aber wir sind ja Himmelsbürger. Wir sind versetzt dorthin. Also, sag mal, ich bin die Gerechtigkeit Gottes. Und ich liebe das so sehr im Hiob, da heißt doch im Hiob 32, 33, wenn dem Menschen die Gerechtigkeit verkündet wird, dann wird sein Fleisch jünger als in den Tagen der Jugend. Halleluja. Das ist Power. Jugendliche Power. Ein geliebtes Kind, das wandelt anders. Ist das? Das wandelt anders. Ein geliebtes Kind, das ist auch selbstbewusster, also oder gottbewusster, sagen wir mal so. Und Liebe ist der Schlüssel. Und deswegen, das ist das Fundament auch vom Christsein. Er hat uns zuerst geliebt. Also, wir müssen jetzt nicht irgendwelche Versuche machen, ihn zu lieben, sondern diese Liebe, die hat er auch mit in uns ausgegossen. Die ist in uns drin. Und wenn du fühlst, dass du jetzt gerade lieblos oder so, dann müssen wir uns einfach die Wahrheit sagen. Die Liebe Gottes ist in mir ausgegossen. Und dann ist sie wieder da. Und deswegen sagt er auch, wir sollen uns in Christus darstellen. In Christus. Woanders heißt es, wir sind sein Meisterwerk. Ein Meisterwerk sind wir. Ein Meisterstück. Als ich Meisterbrief gemacht habe, als ich den Gesellenbrief gemacht habe, da habe ich so ein kleines Haarteil, so ein Mini-Strähne, die kann man sich dann irgendwo reinknüpfen. Das war mein Gesellenstück. Und zur Meisterprüfung, da habe ich ein Meisterstück. Das war eine ganze Perücke, was wir knöpfen mussten. Und dann durfte man dieses Meisterstück dann auch noch einfärben und dann Lockenwickler und in die Frisur mit einbauen. Und dann war das eine richtig tolle Braut- oder Abendfrisur. Und das war wirklich ein Meisterwerk. Das war Arbeit, das war richtig, das hat Zeit gekostet, das hat eine Lehrzeit gekostet und es hat, na, also da war ganz schön viel Energie mit drin. Und das heißt, wir sind sein Meisterwerk, erschaffen in Christus Jesus. Du bist so ein Meisterstück vom Meister selbst gemacht. Und er sagt es, also er sagt es über dich, ich habe dich wunderbar gemacht. Ich habe dich wunderbar gemacht. Wer bist du denn, dass du sagst, oh, wie schaue ich denn aus oder so? Gott hat dich erschaffen. Und umso mehr, dass wir von ihm erfüllt sind und von ihm eingenommen sind, umso mehr kommt es zum Ausdruck. Und umso schöner wird ein Mensch. Und das ist es, wo wahre Schönheit von innen kommt. Natürlich ist es schön, wenn man sich ein bisschen aufmöbelt und ein bisschen vielleicht die Lippen anmalt oder auch nicht und sich schön anzieht. Aber
der schönste Mensch, der leer ist, der ist gar nicht wirklich schön. Und manchmal siehst du Menschen und dann denkst, und dann, die sind vielleicht, aber vielleicht jetzt nicht dem Maßstab, wie Satan das der Welt vorgaukelt, so wie sie sein sollten, dass sie dann sich abmühen und machen und tun und schlecht fühlen, egal, die schönsten Leute sagen, so, weil sie dem Bild nicht entsprechen, aber wenn die jenigen rausgefunden haben, wer sie in Christus sind, dann sind die so schön. Und dann leuchten die Augen und dann verändert sich das ganze Äußere dem, was in einem drin ist. Eine neue Schöpfung, neu geschaffen, ganz neu geschaffen. Aus Gott geboren. Und irgendwann geht es einfach auch so automatisch. Ich mache öfter dieses Beispiel, wo ich sage, dass man, na, irgendwie gehst du schon ganz automatisch, als Frau gehst du ganz automatisch auf die Damentoilette. Dann fragst du dich nicht mehr, wer bin ich? Bin ich Männlein? Bin ich Weiblein? Oder so, sondern ich gehe einfach auf die Damentoilette. Da frage ich nicht mehr lang. Und genauso ist es auch nicht dauernd irgendwo, bin ich in Christus, bin ich in Adam, bin ich, woher komme ich, so, wer, ne, irgendwo, sondern irgendwann muss es mal schnackeln und ins Herz fallen und wissen, ich bin Gottes Wunschkind. Das ist schön, Gottes Wunschkind. Sag mal, ich bin Gottes Wunschkind. Gewollt, gewollt, du bist gewollt. In dem Hohelied steht drin, so, nimm, wenn deine Augen von mir, schau mich nicht dauernd an, ich bin Gott, ich habe das ganze Universum zu regeln und wenn du mich dauernd anschaust, dann verwirrst du mich, weil deine Schönheit betört mich. Und natürlich ist er, das ist es ja, wenn er sich durch uns verherrlicht, diese Hoffnung der Herrlichkeit, wenn er hervorkommt und die Herrlichkeit, also diese Wunder tut, wenn seine Herrlichkeit durch uns offenbar wird, dann wird sowieso der Vater gepriesen. Weil dann glauben die Leute wirklich, das kannst ja nicht du gewesen sein, sondern da muss ja ein Gott dahinter stecken. Weil das ja nicht normal ist, dass ein Mensch irgendwie jetzt einfach einen Kranken die Hände auflegt und dann wird er wieder laufen können oder sehen können oder irgendwelche Wunder, was halt passieren. Und dann sehen sie diese und dann wird er verherrlicht. Und dann wird er gepriesen. Das ist Christsein. Christsein heißt gesalbt, anointed. Und es sagt Paulus auch, ich will mal sehen, diese Aufgeblasenen, die labern. Ich will sehen, wo deine Kraft ist. Dass es nicht nur Worte sind, sondern dass es Kraft ist. In Erweisung des Geistes und der Kraft. Deswegen wollte ich ja früher nichts mit Christen zu tun haben, weil sie immer nur geredet haben. Und ich habe immer gesagt, das ist ja wie Kochrezepte für jemanden, der Hunger hat. Ich brauche kein Kochrezept. Wenn ich Hunger habe, brauche ich was zu essen. Und wenn ich krank bin, dann brauche ich wirklich eine Lösung.
Und nicht so, ach ja, Gott liebt dich. Ja, schön. Aber die Bibel sagt, wenn jemand seinen Bruder notleiden sieht und er hilft ihn nicht, wie könnte die Liebe Gottes in einem bleiben? Das heißt, Liebe hilft. Und ich glaube, dass das, was wir hier machen, dass hier Gott ist, dass in uns und mit uns Gott ist. Und nicht nur in einen irgendwelchen Superstar, sondern Christus in uns. In uns die Hoffnung der Herrlichkeit. Der Fuß, der Arm, der Kopf, so brauchen wir uns mal wieder. Und dann, und davon gehe ich aus, ich gehe davon aus, dass wirklich alles mir zum Besten dient, dass Gott mich erzieht, dass Gott seine Finger über mir hält und dass er, ja, solange ich halt in seinem Wort bleibe, ne? Wenn du nicht aus dem Wort rausgehst und dann, klar, ne? Die Begierden der Welt und so weiter, aber ja, und im Hebräer heißt es dann, im Hebräer 12, ihr habt noch nicht bis aufs Blut widerstanden im Kampf gegen die Sünde und habt das Trostwort vergessen, das euch zu Söhnen, sag mal zu mir, als Sohn. Und natürlich die Töchter, aber ich spreche von Söhnen, weil der Geist des Sohnes in uns ist. Und da ist weder Grieche noch Dodoro, noch Mann noch Frau, sondern wir sind alle einer in Christus. Achte nicht zu gering die Züchtigung des Herrn und verzage nicht, wenn du von ihm zurechtgewiesen wirst. Denn wem der Herr lieb hat, den züchtigt er und er schlägt jeden Sohn, den er annimmt. Wenn ihr Züchtigung erduldet, so behandelt euch Gott als Söhne. Denn wo ist ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt? Wenn ihr aber ohne Züchtigung seid, an der sie alle Anteil bekommen haben, so seid ihr unecht und keine Söhne. Zudem hatten wir ja unsere leiblichen Väter als Erzieher und scheuten uns vor ihnen. Sollten wir uns da nicht vielmehr dem Vater der Geister unterwerfen und leben? Denn jene haben uns für wenige Tage gezüchtigt, so wie es ihnen richtig erschien. Er aber zu unserem Besten, damit wir seiner Heiligkeit teilhaftig werden. Alle Züchtigung aber scheint uns für den Augenblick nicht zur Freude, sondern zur Traurigkeit zu dienen. Danach aber gibt sie eine friedsame Furcht der Gerechtigkeit denen, die durch sie geübt sind. Wunderbar. Wenn du deinem Kind immer erlaubst, Süßigkeiten zu essen. Das Kind will Süßigkeiten. Das Kind weiß aber nicht, dass Süßigkeiten dem Kind schaden. Und deswegen bist du als Eltern verantwortlich, was du deinem Kind zu essen gibst. Wenn du das erlaubst, dann liebt dich vielleicht kurzzeitig dein Kind ein bisschen mehr vielleicht, aber später nicht mehr. Und deswegen ist es so, dass man dann als normale Eltern sagt, nein, jetzt gibt es keine Schokolade, sondern es gibt jetzt Brokkoli oder was auch immer. Brokkoli war meiner Tochter ihr Lieblingsessen. Ich habe das immer so gemacht, ich hatte mir so einen Handpuppenteufel gekauft und der hatte schwarze Zähne und sah recht eklig aus. Und dann hat er immer gesagt, ich will Schokolade. So, gib mir Schokolade, dass meine Zähne noch schwärzer werden und so. Dieses Kind wollte keine Schokolade. Und dann hat sie mal einen Mann gesehen mit schwarzen Zähnen. Der hat zu viel Schokolade gegessen. Und dann hat dieser Teufel mir gesagt, ich will keine Karotten essen, ich will keine. Und dann hat meine Tochter, ich will aber Karotten essen. Naja, und jedenfalls
Ist es so, dass Gott manchmal sagt, irgendwie, ne, dann, keine Ahnung, dann kommt, kennt jemand Matrix? Kennt jemand den Film Matrix? Da kommt dann irgendwann die Frau im roten Kleid. Und der eine, der Auserwählte, schaut ihr hinterher und der Meister sagt dann so, wem schaust du hinterher? Und dann hat sich diese Frau im roten Kleid zu einem Dämon verwandelt. Und vielleicht gibt es irgendwie eine Frau im roten Kleid oder einen Mann im schwarzen Anzug oder was auch immer. Und Gott hat gesagt, nein, mein liebes Kind. Oder andere Dinge, egal, auf jeden Fall weiß er ja im Voraus alles besser. Er weiß ja, wie es ausgeht. Und deswegen sagt er zu bestimmten Sachen ja und zu bestimmten Sachen nein. Und deswegen züchtigt er dich. Und manchmal nimmt er dir auch dein Lieblingsspielzeug weg. Wenn du den ganzen Tag vom Fernseher hängst, wenn ich dein Vater Gott wäre und allmächtig, dann würde ich diesen Ding in die Luft schießen. Und ich würde ihn dir halt einfach wegnehmen, weißt du? Na, da gab es neulich, hat jemand gepostet, das fand ich gar nicht schlecht. Das war so ein kleiner pubertierender Junge irgendwie. Ich weiß gar nicht, wahrscheinlich aus Amerika, 130 Kilo mindestens, sitzt da irgendwie und zockt so am Fernseher. Großvater kommt mit einem Baseballschläger und haut auf das Ding ein und haut im Fernseher. Der Junge sitzt nur noch so da so und drascht da rein und schlägt dann noch den Tisch. Und dann hat er gesagt, und du gehst jetzt raus. Ja, warum macht denn das der Großvater? Weil er dieses Kind liebt und wenn er weiter das Kind vom PC und Fernseher hocken lassen würde, dann würde er wahrscheinlich an Fettleibigkeit mit 30 Jahren sterben. Und deswegen nimmt der Großvater dem Kind es weg und wenn es sein muss, verprügelt er diesen Fernseher und alles drum und dran. Und das macht Gott mit uns. Er will uns erziehen. Und bestimmte Dinge erlaubt er nicht. Es ist nicht immer alles der Teufel. Und natürlich hast du einen freien Willen, aber dann rennst du halt gegen die Wand. Und dann, na, wenn du nicht in seinen Segen läufst, dann wirst du einfach von seinen Segen nichts sehen. Wir lernen jetzt hier, wir verurteilen heute niemanden, gell? Galaterbrief, Galater 3. Ich sage dir, Galater 4, 1, ich sage dir aber, solange der Erbe unmündig ist, Kind ist, besteht zwischen ihm und einem Knecht kein Unterschied, obwohl er Herr aller Güter ist. Sag mal, Herr aller Güter. Sondern er steht unter Vormündern und Verwaltern bis zu der vom Vater festgesetzten Zeit. Ebenso waren auch wir. Als wir noch unmündig waren, den Grundsätzen der Welt als Knechte unterworfen. Als sich aber die Zeit erfüllte, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, unter das Gesetz getan, damit er die, welche unter dem Gesetz waren, loskaufte, damit wir die Sohnschaft empfingen. Sag mal, damit wir die Sohnschaft empfingen. Und weil ihr nun Söhne seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt. Der ruft, Abba, Vater. Sag mal, Abba, Vater.
Abba, Vater. So bist du also nicht mehr Knecht, sondern Sohn. Wenn aber Sohn, dann auch Erbe Gottes durch Christus. Wow. Du bist Sohn. Jesus war der Erstgeborene unter vielen Brüdern und Schwestern. Wer bist du? Wer bist du? Amen. Geliebte, 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 geliebte Kinder, das ist mein geliebter Sohn. Und wenn Sohn, dann auch Erbe. Da braucht's nichts mehr. Es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Wir müssen nur immer mehr wegtun, was nicht zu uns gehört. Das wegtun, was uns nicht gehört. Damit das enthüllt wird, was schon in uns ist. Damals aber, als ihr Gott nicht kanntet, dientet ihr denen, die von Natur nicht Götter sind. Jetzt aber, da ihr Gott erkannt habt, ja vielmehr von Gott erkannt seid, warum wendet ihr euch wiederum den schwachen, armseligen Grundsätzen zu, von denen ihr von Neuem dienen wollt? Zeiten, Tage, Monate. Und ich fürchte um euch, dass ich am Ende vergeblich an euch gearbeitet habe. Werdet doch bitte wie ich. Ich bitte euch, ihr Brüder, ihr habt mir nichts zuleide getan. Ihr wisst, dass ich euch in Schwachheit des Fleisches zum ersten Mal das Evangelium verkündet habe. Und meine Anfechtung in meinem Fleisch habt ihr nicht verachtet, gar verabscheut, sondern wie einen Engel nahmt ihr mich auf, wie Christus Jesus. Was war denn eure Glückseligkeit? Oh. Wir sollen nicht auf unsere Schwachheiten schauen. Haben wir alle. Irgendwo sind wir alle mit Schwachheiten behaftet. Und selbst Paulus sagt irgendwo, wenn ich schwach bin, dann bin ich stark, weil die Gnade Gottes dann noch mehr aus mir rausfließt. Halleluja. Und der Schwächste, der Geringste im Reich Gottes ist größer. Der sollte am größten geachtet werden. Wir sind eine Familie. Wir sind hier eine Familie. Einer unter vielen Brüdern und alle sind wir geliebt. Einer wie der andere. Und nicht nur wir, sondern die anderen auch. Er hat sogar die Welt geliebt. Aber wenn wir voll dieser Liebe sind, dann können wir diese Liebe auch rausgeben. Und nun lasst uns dann ablegen, allen Zorn, Wut, Bitterkeit und so weiter, sondern lasst uns wieder dahin schauen. Wir sind von Gott erkannt worden. Er sagt, ja, das sind meine Söhne. Und die ganze Schöpfung wartet auf diese Söhne. Die ganze Schöpfung wartet auf das Offenbarwerden der Kinder Gottes. Und deswegen ist das nicht immer bloß ein blöder Satz vom Marc, irgendwo geh vorwärts oder so, sondern wir gehen wirklich vorwärts. Wir gehen vorwärts. Und manchmal stolpert man vielleicht, aber unser Fuß wird nicht verletzt. Und manchmal heißt es auch, dass der Gerechte mal hinfliegt. Aber er steht wieder auf. Er steht immer wieder auf. Und ich habe die Tage auch, das hat mir so gefallen. Gott hat einen Plan, wisst ihr? Gott hat einen Plan.
Und den wird er durchziehen. Gott wird diesen Plan durchziehen. Beim Zacharias, Johannes, der Täufer, der war geplant, geboren zu werden. Und die waren eigentlich auch so alt, dass sie kein Kind mehr hätten kriegen sollen, haben aber für ein Kind gebetet. Dann kommt der Engel des Herrn und sagt, hey, ihr werdet einen Sohn bekommen. Aber als der das dann sagt, dann glaubt es nicht so wirklich. Und was macht Gott? Er verschließt den Mund. Er konnte nicht mehr reden, weil dann hätte er im Unglauben gesprochen und hätte wahrscheinlich irgendwo das Ganze zerredet, dass dann Gottes Plan nicht zustande gekommen wäre. Aber Gott hat ihm den Mund zugestopft. Und dieser Johannes wurde geboren. Und Gott hat einen Plan, wisst ihr? Gott hat einen Plan. Drum erzähl vielleicht nicht immer gleich alles. Aber er wird diesen Plan durchziehen. Egal wie es ausschaut. Egal wie es ausschaut. Bei der Esther heißt es auch. Bei der Esther heißt es, die hat einen Auftrag von Gott. Und er hat gesagt, wenn du nicht redest, dann hole ich jemanden anderen. Dann hole ich jemanden anderen. Ich werde meinen Plan durchziehen. Du aber und dein Haus werden untergehen. Egal. Ich hole dann jemanden anderen. Und deswegen können wir sagen, wenn Gott für uns ist, wer sollte gegen uns sein? Wenn Gott uns hierher gesetzt hat, in dieses ehemalige Hitlergebäude, hier nach Fürth, wo alle sagen, oh, das ist so schwer und was weiß ich. Und ja, vielleicht ist es schwer, aber wir können ganz getrost sein, weil Gott hat einen Plan, Halleluja. Und diesen Plan wird er durchziehen. Und zur Not werden wir stille sein und er kämpft für unsere Feinde. So wie ich als Mutter kämpfen würde für meine Tochter. Halleluja. Denn es war dem angemessen, ich lese aus dem Hebräer 2, Vers 10, denn es war dem angemessen, um dessen Willen alles ist und durch den alles ist, da er viele Söhne zur Herrlichkeit führte. Sag mal, viele Söhne zur Herrlichkeit führte. Den Urheber ihres Heils durch Leiden zu vollenden. Denn sowohl der, welcher heiligt, als auch die, welche geheiligt werden, sind alle von einem. Aus diesem Grund schämt er sich nicht, sie Brüder zu nennen, sondern spricht, ich will meinen Brüdern deinen Namen verkündigen. Inmitten der Gemeinde will ich dir Lob singen. Und wiederum, ich will mein Vertrauen auf ihn setzen. Und wiederum, siehe, ich und die Kinder, die mir Gott gegeben hat. Da nun die Kinder an Fleisch und Blut Anteil haben, ist er gleichermaßen dessen teilhaftig geworden, damit er durch den Tod den außer Wirksamkeit setzte, der die Macht des Todes hatte, nämlich den Teufel, um alle diejenigen befreite, die durch Todesfurcht ihr ganzes Leben hindurch in Knechtschaft gehalten wurden. Er nimmt sich ja nicht der Engel an, sondern den Samen Abrahams nimmt er an. Halleluja. Sind wir Kinder Gottes und Kinder und Erben. Halleluja. Geliebt, geliebt, geliebt. Amen. Danke, Vater.
Danke, Vater. Danke, Vater, dass unsere Identität in dir ist. Danke, Vater. Danke, dass es dir gefallen hat, uns das Reich zu geben. Danke, Vater, dass wir ja, Kinder sind, Erben sind, vorwärts gehen. Danke, Vater. Danke. Und wir rufen. Abba, Vater, Papa, Gott, Papa, Halleluja. Danke, Papa. Halleluja. Vater Gott, danke. Danke. Danke, dass wir aus dir geboren sind. Danke, dass du mit uns bist, dass du für uns bist. Danke, Vater, dass du uns versorgst nach dem Reichtum deiner Herrlichkeit. Halleluja. Danke, Herr, dass du gegeben hast, dass du deinen Sohn gegeben hast, dass wir auch reich geworden sind. Halleluja, dass er arm wurde. Dass er krank wurde, damit wir gesund sind. Dass er zur Sünde wurde, dass wir gerecht sind. Dass wir Könige und Priester und Verwalter hier sind. Halleluja. Danke, Herr. Danke, dass die Herrlichkeit an diesen Ort freigesetzt wird. Dass die Herrlichkeit in dieser Stadt freigesetzt wird. Dass wir hier als Lichter losgehen. Dass wir als Lichter deine Herrlichkeit, Träger deiner Herrlichkeit, dass die Leute dich erkennen, dass unser Gott lebt, dass sie wissen, dass wir einen Vater haben, einen Vater Gott, der allmächtig ist, der uns Vollmacht gegeben hat. Danke, Herr. Und danke, dass wir uns nicht mehr verdammen brauchen. Danke, dass wir angekommen sind. Halleluja. Halleluja. Mostore per